Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Während wir uns schwer tun an einer Autobahnabfahrt bzw. Auffahrt und Kreisel, kommt gleich, wächst unsere Stadt um weitere 10.000 Einwohner. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Kannst du mal deine Stadt sagen, wenn ich sie noch nicht gesehen habe? Achso, ja, ja, gerne. Das ist quasi eine so ein bisschen zukunftsorientierte Stadt, wo wir halt sehr, sehr hohe Gebäude drin haben. Es ist nicht so zukunftsorientiert, wie ich ursprünglich im Kopf hatte, aber das ist meistens so. Oftmals sieht man einfach diese riesigen Gebäude hier drin. Oder auch diesen Park hier, wunderschön in der Mitte gepackt. Hier auch. Oder mit den U-Bahnen, die einfach oberirdisch fahren. Das ist auch sehr, sehr cool. Mit den Sunset Harbor Assets oder Zeppeline, die hier rumfliegen. Sind nicht die Standard-Zeppeline. Industries habe ich ein bisschen eingebaut. Hier vorne eine Kleinstadt. Mit einer kleinen Industrie, Versorgung. Ja, und dann geht es halt ein bisschen großflächiger weiter. Klar ist die Stadt nicht ganz fein, aber läuft auf jeden Fall. Monumente sind hier schon. Einmal das hier mit der Schule. Habe ich aber deaktiviert, weil sonst ist die Uni einfach komplett ausgehoben, ausgehebelt. Fusionsreaktor macht unglaublich viel Strom. Und ich glaube, mehr hatte ich noch gar nicht. Ah doch, und das Eden Project, was glaube ich irgendwo hier war. Hier. Eden Project lohnt sich richtig. Ja, bis später, Bleihof. Tschüss. Ah, wenn du eine gerade Straße durch den Berg ziehen willst, dann aktiviere mal Straight Slope. Oh, hast recht. Wo war das denn nochmal? Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Und wir haben schon 4000 Einwohner mehr als gerade, obwohl wir gerade nur dieses... Und das Spiel läuft auch nicht mehr schneller in dritter Stufe. Also nicht mehr viel schneller. Ja, eigentlich gar nicht so. Die machen einmal so einen Hoppla und fahren genauso schnell weiter wie vorher. Voll gut. Ah, guck mal, jetzt können wir verbinden. Das ist der, der jetzt... Boah, da müssen die ja direkt daherfahren. Sobald die checken, dass da ein Weg da ist, ist das der? Ja. Das habe ich jetzt nur wegen euch gebaut. Alle so, hui. Hä? Ich hätte das parallel Road Tool mit installieren sollen. Ja, ist super geworden. Super. Superb. Das wäre der Chat schuld, ne? Genau. Das, wo du auch die Elevation Steps einstellst, einfach einen Haken in das Kästchen. Ah. Oh, dankeschön. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen, diesen Haken. Das finde ich so schön am Chat. Ich könnte wetten, wurde mir in Folgen schon 500 Mal geschrieben. Aber dann dachte ich mal, hier, ja, Straight Slope kenne ich. Und ich sehe gerade Lord Ass 87. Dankeschön, 9. Monat. Moin, moin. Wir müssen das größer. Oh, das erste Auto ist da hergefahren. Haben wir. Wir müssen das größer bauen. Doch ein O. Minus 10 war es, glaube ich. Und wir machen den 70er. Oh, 700 ist ein bisschen viel. Oh, warte mal, das. Einbahnstraße, warum? Och Mann, ey, warum denn? Schon wieder den falschen Knopf gedrückt, Mann. Jetzt aber. Unter die Erde, bei minus 10. Ja, bitte. Oh, ich glaube, es ging. Nice! Die wievielte Folge ist das? Das weiß ich nicht. Das sehe ich erst immer nachher im Schnitt.
Warum fragen Sie? Kann ich Ihnen helfen? Ah, sieht gut aus. Jetzt machen wir die Autobahn da drauf. Beide Richtungen. So, und fahren dann von hier aus hoch. Ah, das ist nicht so cool, wenn ich ehrlich bin, aber läuft. Aber geht. Oder wir machen anders, dass sie gar nicht mit dem Kreisverkehr. Der Kreisverkehr ist nur zum Abfahren. Dabei eh ober- und unterirdisch sind, ist das, glaube ich, Latte. Ach nee, dann wäre der nur zum Drehen. Das ist ja total Quatsch. Ist bei dir in der Stadt schon ein Atomwerk? Nee, nee, das übersteige ich immer. Maut. Oh, Maut, gute Idee. Mach ich sofort. Sobald dieses Ding da fertig ist, machen wir Maut, oder? Maut. Maut ist gut. Erinnert mich leider an Maut. Was ist das denn? Zwei Schiffe. Maut. Ja, Maut. BS. Maut. Das ist so ein Häuschen, wo man zahlen muss, wenn man eine bestimmte Straße benutzen möchte. Wollten wir in Deutschland auch haben, was ich gar nicht so schlecht fand, aber wurde irgendwie aus kuriosen Gründen nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht aus welchen, wenn ich ehrlich bin. Immer noch 86%. Sehr, sehr gut. Oh nein, das war eine Einbahnstraße. Das wollte der Peter doch gar nicht. Der wollte so eine schöne, dünne. Wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe selber nicht mehr den Überblick, wann bei mir was kommt. Ja, ja, gut. Also so habe ich schon Überblick. Aber ich weiß halt nicht während des Spiels, wie lange die Folgen letztendlich werden. Kann sein, dass die halt, keine Ahnung, 18 Minuten sind, 16 Minuten, 20. Mal die eine länger, die andere kürzer. Je nachdem, was man auch gerade für ein Thema hat. Und deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig. Meistens. So, jetzt aber. Nicht dein Ernst. Jetzt habe ich die obere und die untere geändert, oder was? Anscheinend. Hä? Nein. Warum, Peter? Das ist immer so bescheuert hier, warte. Warum sind denn jetzt die Bäume da drüber? Hä? Ich habe doch gar nichts aktiviert. Gleich zieht es wieder zu. Und ich glaube, ich habe jetzt unterirdisch wieder was weggerissen. GG, Peter. Wir werden nie fertig an der Stelle. Habe ich gar nicht. Perfekt einfach. So. Ja, jetzt bitte unterirdisch. Dankeschön. Das war wunderhübsch. So, jetzt machen wir die. Bitte so? Ja, so ist gut. So, und jetzt lassen wir die da drüber herfahren gerade. Und dann ziehen wir die Straßen hoch zum Abfahren. Dann müsste ja eigentlich richtig was abgehen. Vielleicht. So, das haben wir auch fertig. Jetzt kommen die Auffahrten. Hammer. Jetzt geht gut. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht. Hilfe! Warte, gleich. Oh, guck mal, die ganzen Notes, die man da sehen kann. Der Hammer.
So, dann machen wir jetzt einen 60er raus. Und den dreispurigen. Da haben wir ihn. Dann. Ne, warte, jetzt kommen die. Ja, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt, pass auf. Jetzt wird's gut. Jetzt wird zu. Jetzt wird. Wie das eine Ding exakt genau darunter ist, ne? Oh Mann, oh. Und ein schönes Zuhause auf dem Berg lese ich gerade. Sehr gut. Oder wir machen den unteren Kreisverkehr jetzt weg, weil ich jetzt oben noch eingebaut habe. Peter ist einfach perfekt. So viel Arbeit für nichts. Wohl eine nicht. Wir haben ja perfekt unten den Kreisverkehr gemacht jetzt. Fast perfekt. Alle so, nein! So, und dann dran. Oh, ich sehe gerade, total schief, ne? Super geil. Oh, da war mal ein Mega-Ruckler. So, jetzt drehen wir die Straßen hier. Die kommen von. Ah, ne, die sind. Hä? Ah, hier. Okay, geht. GG, warte. Ja, da wünsche ich mir halt immer noch meinen Underground-Modus, ne? Vielleicht machen die das ja mal irgendwann. So ein Underground-Modus wäre echt geil. Das wäre echt cool. So, warte. Haben wir gleich. Hier, zack. Müssen wir vielleicht nochmal nachher schöner machen, aber erstmal ist der jetzt fertig. Bin gespannt, wie viel jetzt hier rumfährt. Ja, fertig, endlich! Oh. Prost! Ja, gute Nacht, bis später. So, jetzt haben wir hier noch richtig coole Abfahrtssachen. Oh, sehr, sehr cool. Bau doch da Häuser hin. Fusch, nix. Sieht, wie gesagt, jetzt gerade nicht so cool aus, aber das kommt noch. Es wird hier quasi dann genommen und angepasst. Und dann ist das der Hammer, kann ich dir sagen. Der Hammer. Der Rest ist egal, wie das hier unten aussieht. Wenn wir irgendwann mal drankommen hier. Dann kommen wir gar nicht dran. Ich glaube, ich muss das so in der Hand nehmen. So. Und der Rest wird schon gehen. So, was macht denn unsere Stadt hier? Kann die jetzt mal wachsen? Nein, das ist gut. Das ist kein Fusch, das ist geil. Okay, wir haben jetzt 8, ne, 10.000 mehr, als wir beim ersten Mal geguckt haben. Wir machen jetzt noch mehr Wohngebiete. Und wir haben schon 25 oder 19 Problemfälle weg, wenn man mal oben links guckt. Vorher hatten wir 225. Das wäre Batman. Da ist er. Läuft bei ihm. Ding.
Der ist durchgefahren. Es zeigt schon Wirkung. Genau, wenn man eine Autobahnauffahrt bei Wish bestellt. Ich hätte mir einfach eine aus dem Workshop holen sollen. Eine, die direkt unterirdisch ready ist. Ich glaube, so heißen die auch. Underground ready, was? Ding. Komplett underground ready. Guck mal, wie das hier reinwächst. Dieses arme Gebiet. Nachher müssen wir halt noch ein paar Sachen setzen, wie, wie heißt es? Freizeit und so ein Kram. Parks, Gebäude. Wir lassen die aber erstmal einziehen. Wohlwollend. Und dann machen wir die weg. Dann vernichten wir die. Aber ist geil, so diese Markierung, ne? Dieses dunkelgrüne auf dem Wald. Ist mir vorher nie aufgefallen, aber ein bisschen aussagekräftiger hätte das schon sein können. Oh, ein Flugzeug! Was ist denn da los? So, boah, alles voll gemacht. Boah, voll gut. Komm, das machen wir nochmal weg. Obwohl da schon welche gewohnt haben, aber tut mir jetzt echt leid für die Jungs. So. Nur habe ich Bedenken, dass du ziemlich viele Kreuzungen in deinem Kreisverkehr hast. Bei vielem Verkehr wird das schnell eng. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Aber momentan sind wir so, wie ich baue, bei 86%. Also alles noch im grünen Bereich. Und Condor. Victoria Residenz. Ich wollte halt jetzt einmal gucken, wie viele Leute hier fahren. Oh, warte, was fehlt denn? Achso, Postsystem, okay. Maut! Wir gucken, wie viele Leute herfahren, dann machen wir Maut. Linienname müsste jetzt 2021 sein, oder? Komm, Pink, weil wir die im Stream gebaut haben. Macht gar keinen Sinn. Obwohl, das ist mehr lila, glaube ich, ne? Da, jetzt aber. Boah, da warten 500 Leute. Wir erhöhen auf 8. Dann warten die auch nicht so lange. Da geht's eigentlich noch. Teilt sich gut auf. Wir erhöhen trotzdem mal auf 8. Ich erwarte Großes hier in dem Ding. Sind halt trotzdem 8 Straßen. Ja, ja, schon okay. Ähnlich wie hier. Und da läuft es super. Oder magst du nicht? Oder wie da? Obwohl, da sind nicht 8, da sind ein paar mehr, ne? Weniger, da sind nur 6 am Kreisverkehr. Obwohl, eigentlich 8, wenn man hier die 1, 2, sind auch 8. Ich habe schon früher viel CS gespielt, bin dann wieder durch deine Videos animiert worden, wieder zu zocken. Ist neben dem Football Manager, Civilization 6, Crusader Kings 3 und Planet Zoo das Einzige, das ich regelmäßig auf PC zocke. Ach, krass. Voll die Auswahl an Spielen, ey, voll krass. So, ich glaube, wir werden hier mal einen Parkplatz runtersetzen, weil ich sehe gerade, hier parken sehr, sehr viele Leute am Straßenrand. Und wer kennt's nicht? Ich meine, das ist ja okay mit der Säule da, oder? Oh, warte, wir können die Säule da einsetzen, wo es mehr Sinn macht. Und dann... Oh, boah, boah. Escape gedrückt. Guck mal, jetzt fehlen die Autos hier an den Straßen. Wie cool ist das denn? Da gibt es übrigens auch Parkverbot. Gerade hier vor dem Bahnhof, was ist denn da los? Schön Parkverbot machen und dann müssen die halt für den Parkplatz löhnen. Aber da ist ja echt cool geworden, muss ich sagen. Also da passt der richtig gut hin, der Parkplatz. Das war's dann soweit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!